DPA, Deutsche Presseagentur. Sie, also die Agenturen, entscheiden darüber, welche Nachrichten relevant sind, um bearbeitet und weitergeleitet zu werden. Welche Ereignisse mitteilenswert sind und welche nicht. Presseagenturen haben eine große Macht, denn sie bestimmen, was in den ganzen Lokalredaktionen kommt. Die Agenturen haben eine Art Monopolstellung. Und ein Thema, was wirklich immer und immer wieder einem vorgesetzt wird, ist das große Thema Klima. Ich habe einige Monate in einer Zeitungsredaktion gearbeitet und bin seitdem auch immer mal wieder als freier Mitarbeiter tätig für diese Lokalredaktion in meinem Fall. Und heute möchte ich über eine Beobachtung sprechen, die ich während dieser Zeit gemacht habe. Nämlich immer, wenn ich habe mich natürlich dann viel mit der Zeitung auseinandergesetzt und habe sie mir natürlich jeden Tag vor meiner Arbeit durchgelesen und damit ich dann pünktlich zur morgendlichen Besprechung der letzten Ausgabe ja auch mitreden konnte. Und mir ist aufgefallen, dass bestimmte Themen mit ziemlicher Penetranz in den Medien aufgetaucht sind. Und ich habe mich näher damit beschäftigt und habe dann immer festgestellt, das waren Themen, die kein Redakteur aus unserer Zeitungsredaktion aufgearbeitet hat, sondern vor diesen Artikeln waren immer kleine Kürzel angegeben. Und normalerweise sind das natürlich die Kürzel der Autoren, der Verfasser dieses Artikels, so wie ich damals auch oder immer noch mein Kürzel hatte, das dann vor dem Bericht, den ich geschrieben habe, aufgetaucht ist oder vor dem Artikel. Jedoch waren das bestimmte Kürzel und ich rede hier sehr um den heißen Brei herum, dabei ist es auch gar nicht so unbekannt. DPA, Deutsche Presseagentur. Die sollte jeder schon mal gehört haben. Also wenn dann entweder vor oder nach dem Artikel dann irgendwie klein DPA dran steht. Oder AFP, meine ich, ist die französische Presseagentur, die eben auch in Deutschland ja, mitwirkt. In diesem Video möchte ich dir über ein Phänomen in der Medienlandschaft berichten. Und das ist das Phänomen, dass bestimmte Meldungen äußerst penetrant, äußerst oft einem vorgesetzt werden, ohne dass man sich selber darum bemüht, über dieses Thema aufgeklärt zu werden. Und es gibt verschiedene Wege, über die das passiert. Mir fällt das immer sehr speziell auf bei Snapchat. Also das ist ein soziales Netzwerk und dort kann man mit Freunden eben kommunizieren, aber eben auch, es gibt eine Seite, in der immer Meldungen angezeigt werden von bestimmten Medien. Und es sind teilweise wirklich ganz schlimme Meldungen, wirklich sehr primitive Schwarz-Weiß-Meldungen und die werden einem aber präsentiert. Nächstes Thema, die Google-Startseite. Also wer hier bei Google seine Startseite öffnet, dem werden natürlich auch Meldungen angeboten oder besser gesagt untergejubelt. Und diese Meldungen sind nicht unbedingt politisch neutral. Und ein Thema, was wirklich immer und immer wieder einem vorgesetzt wird, ist das große Thema Klima. Anderes Beispiel, eben gerade über die Presseagenturen. Das sind nämlich Meldungen, die nicht einfach so zufällig auftauchen, sondern diese Presseagenturen haben eine große Macht, denn sie bestimmen, was in den ganzen Lokalredaktionen kommt. Denn das System bei den Presseagenturen läuft folgendermaßen ab. Also zum Beispiel die DPA, die Deutsche Presseagentur, hat ihren Sitz in Hamburg, aber hat in über 100 Ländern Journalisten, die eben bei bestimmten Ereignissen vor Ort sind und dann berichten.
Und die deutsche Presseagentur wählt sehr genau aus, welche Artikel dann an die Lokalredaktionen weitergegeben werden. Denn oft ist es so, dass die Lokalzeitungen nicht genug Informationen bekommen, um jede Ausgabe jeden Tag vollumfänglich auszufüllen. Und so haben die meisten kleineren Zeitungen ein Abonnement bei irgendwelchen Presseagenturen, also sie zahlen Beiträge dafür, dass sie sozusagen aus dem Topf der Meldungen der Presseagenturen schöpfen dürfen. Mit anderen Worten, die Presseagenturen haben eine große Macht, die überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Denn die können binnen Tagen eine ganz andere Stimmung über ein Thema beispielsweise erzeugen, als es vorher war. Und sie können Gedanken in einer wahnsinnigen Schnelligkeit in das Land bringen. Sie lassen eine Meldung entstehen und alle Zeitungen oder ganz, ganz viele Zeitungen werden diese Meldung einfach übernehmen. Lass uns mal bei Wikipedia schauen. Ich habe mir den Artikel herausgesucht, was denn zu den Presseagenturen eigentlich dasteht. Nachrichten und Presseagentur. Interessant finde ich übrigens auch diesen Hinweis gleich zu Beginn. Dieser Artikel behandelt die journalistische Nachrichtenorganisation für den Geheimdienst, siehe Nachrichtendienst. Also gibt es direkt einen Querverweis auf den Geheimdienst sogar. Das Wort Nachrichten ist übrigens auch interessant. Nachrichten. Da wird etwas nachgerichtet. Oder eine andere Interpretation, die Menschen sollen sich danach richten, was in den Nachrichten geschrieben wird und veröffentlicht wird. Also lesen wir, was bei Wikipedia dazu steht. Nachrichten- und Presseagenturen sind Unternehmen, die Nachrichten über aktuelle Ereignisse liefern. Die Informationen werden als vorgefertigte Meldungen in Text, Audio oder Filmmaterial sowie in Form von Bildern für Massenmedien angeboten. Massenmedien. Deren Verbreitung in Zeitungen, Internetportalen und Nachrichtensendungen bei Radio und Fernsehen erfolgt schnell. Blablabla, sie spielen eine zentrale Rolle. Ganz interessant ist, dass beispielsweise die DPA, also die Deutsche Presseagentur, sich aus den vorherigen Presseagenturen der Besatzungszonen gebildet hat. Interessant ist hier auch noch zu lesen unter Aufbau und Arbeitsweise der Nachrichtenagenturen folgendes. Agenturen sind sogenannte Gatekeeper. Als Gatekeeper bezeichnet man in den Sozialwissenschaften metaphorisch einen Einflussfaktor, der eine wichtige Position bei einem Entscheidungsfindungsprozess einnimmt. Also sie helfen den Menschen bei Entscheidungen, nämlich bei Entscheidungen, womit sich der Mensch beschäftigen will, was er recherchieren will. Weiter ist hier zu lesen, sie, also die Agenturen, entscheiden darüber, welche Nachrichten relevant sind, um bearbeitet und weitergeleitet zu werden, welche Ereignisse mitteilenswert sind und welche nicht, oder zu welchen Ereignissen es nötig ist, Korrespondenten oder Reporter zu schicken. Sie treffen eine Vorauswahl. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Die Agenturen haben eine Art Monopolstellung in der Medienlandschaft. Und genau das ist die Botschaft mit meinem Video. Dass dir bewusst ist, dass wenn du siehst, DPA, AFP oder andere Meldungen, das sind Meldungen, die genau dich erreichen sollen. Du sollst dich mit diesen Meldungen beschäftigen. Du sollst deren Informationen aufnehmen. Du sollst dich gedanklich da rein verwickeln in das, was die Presseagenturen dir hier auf dem Teller servieren. Sei dir dessen bewusst. Bleibe mir gewogen, folg mir auf Instagram, Licht ins Dunkel, abonniere diesen Kanal und gib mir einen Daumen hoch, wenn du mit diesen Informationen was anfangen konntest und dir meine Arbeit etwas wert ist. Dir einen schönen Tag noch. Tschüss.